So, wir setzen fort in der Tagesordnung, haben den Tagesordnungspunkt. Hier ist Einreicher die Linksfraktion, die zunächst den Antrag einbringen kann. Danach habe ich drei Änderungsanträge vorliegen, Grüne, Dissidenten, SPD, die eingebracht werden können. Und in der Fraktionsrunde beginnt die FDP dann. Und in dieser Reihenfolge starten wir. Bitte schön, Herr Mattes. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Livestream. Ich möchte zu dem Thema Erhöhung der Fahrpreise vorab Folgendes sagen. Am 1. Dezember trifft sich die Zweckverbandsversammlung des VVOs, um voraussichtlich Fahrpreiserhöhungen zu beschließen. Wir als Stadt Dresden haben dort 40% der Vertreter und wir sind als Stadtrat befugt, diesen Vertretern Weisung zu geben, wie sie sich bei dieser Abstimmung zu verhalten haben. Und ich würde mir wünschen, Herr Oberbürgermeister, dass wir beim nächsten Mal, denn das ist ja eine Sache, die wiederholt sich fast jährlich, nicht erst einen Fraktionsantrag stellen müssen, damit wir das hier vorab im Stadtrat beraten, sondern dass Sie das von sich aus auf die Tagesordnung nehmen, weil ich glaube, sonst geht unser Recht, unseren Vertretungen Weisung zu gehen, möglicherweise ins Leere. Das zur Vorbemerkung. Die zweite Sache ist, selbstverständlich brauchen die Dresdner Verkehrsbetriebe, braucht der Nahverkehr in Dresden, also dazu gehören ja dann auch noch die S-Bahn zum Beispiel und die Regionalbusse in der Region, selbstverständlich brauchen die viel mehr Geld. Wir haben das hier schon oft besprochen. Ich glaube, wir als Linke waren mit den Ersten, die es hier thematisiert haben, dass die DVB deutlich mehr Geld braucht als bisher. Das ist ganz selbstverständlich, das stellen wir auch nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Aber, und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt, die Frage ist ja, wo kommt dieses Geld her? Gegenwärtig ist es so, dass der öffentliche Personennahverkehr in Dresden zu ungefähr 75% aus den Tickets, also aus den Fahrpreisen, die gezahlt werden, finanziert wird und zu ungefähr 25% aus allgemeinen Steuermitteln. Das ist eine Relation, die ist nicht gut. Ich erwähne, dass es in der Vergangenheit mal halbe-halbe war und alle Diskussionen, die heute geführt werden in puncto Klimawende, attraktiver öffentlicher Nahverkehr, die laufen eigentlich in die genau entgegengesetzte Richtung. Wir müssen von diesem hohen Anteil an den Fahrpreisen, also diese 75% runter, auf einen deutlich niedrigeren Fahrpreis und das müssen wir finanzieren. Nun weiß ich, dass wir heute nicht hier über die städtischen Mittel reden können, wir reden nicht über sondern natürlich darüber, wo kommt das Geld jetzt unmittelbar her, wenn wir die Fahrpreise nicht erhöhen, weil, wie wir das ausdrücklich vorschlagen. Und das sage ich Ihnen mal, was die Parteien, die jetzt demnächst in Berlin gemeinsam regieren, zu dem Thema öffentlicher Nahverkehr zugesagt haben in ihren Wahlprogrammen vorab. Vor der Wahl, ne? Also ich mache es jetzt ganz kurz. Bündnis 90 Die Grüne. Modelle wie das 365-Euro-Ticket oder Modellprojekte für einen ticketfreien, also fahrpreislosen Nahverkehr unterstützen wir. Oder die SPD hat vorgeschlagen, Entschuldigung, das war die SPD, Bündnis 90 Grüne war sehr ähnlich, attraktive Preisangebote bis hin zu einem ticketlosen ÖPNV zu machen und Finanzierungsquellen für eine Umlagefinanzierung zu erschließen. Das ist das, was vorgeschlagen wird. Und jetzt ist unser Petitum. Die FDP hat übrigens nichts versprochen, das muss man ihr zugestehen. Deshalb hat sie vermutlich auch einen Verkehrsminister bekommen. Aber immerhin finden sich im Koalitionsvertrag, der jetzt geschlossen worden ist, zu dem Thema zwei Sätze. Und die zwei Sätze möchte ich Ihnen auch vortragen. 2022 werden wir die pandemiebedingten Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Erste Aussage ist wichtig. Dann kommt erst etwas mit der langen Bank.
irgendein Ausbau- und Modernisierungspakt bis 2030. Das ist dann lange nach dem Ende dieser Regierung, aber okay. Und dann kommt noch ein wesentlicher Satz, die Regionalisierungsmittel werden ab 2022 erhöht. Und die Regionalisierungsmittel sind genau die Bundesmittel zur Unterstützung des ÖPNV. Und unsere Forderung ist jetzt ganz klar. Erst zu schauen, was kommt da. Natürlich werden erhöht, ist eine, wie alles in dem Koalitionsvertrag, eine ziemlich unscharfe Aussage. Werden sie um 3% erhöht, werden sie verdoppelt. Wir wissen es nicht. Deshalb ist es jetzt aus unserer Sicht erforderlich, dass wir zunächst mal klären, was kommt an zusätzlichen Mitteln aus dem Bund und eben nicht hier vor Ort die Fahrpreise erhöhen, denn das ist genau das falsche Signal im Hinblick auf die Dinge, die wir vor uns haben, ökologische Verkehrswende, Zurückgewinnung der Fahrgäste nach den Corona-Ausfällen und Problemen. Das heißt also, unser Petitum ist ganz klar, wir wollen, dass die Fahrpreise jetzt nicht erhöht werden und stattdessen ganz hart auch mit der Bundesebene gesprochen wird, verhandelt wird, geklärt wird, was ist dort an zusätzlichen Mitteln für den Nahverkehr zu erwarten, damit wir vielleicht sehr langfristig tatsächlich mal zum ticketlosen ÖPNV kommen, wie es ihn zum Beispiel in Luxemburg schon gibt, aber wenigstens auf den Zwischenschritt mal zu diesem 365-Euro-Ticket, was ja hier auch andere versprochen haben. Ich erinnere mal die CDU an ihr Kommunalwahlprogramm. 365-Euro-Ticket. Zum Vergleich, gegenwärtig kostet ein Jahresabo der DVB 644,40 €. 644,40 €. Ich würde ihn ja nicht übel nehmen, wenn wir nicht gleich auf 365 € kommen. Vielleicht dauert das länger, aber dass wir uns in die entgegengesetzte Richtung bewegen, das kann ja wohl nicht der sinnvolle Weg sein, um hier zu einem attraktiveren öffentlichen Nahverkehr zu kommen. Vielen Dank. So, jetzt können die Ersetzungsanträge eingebracht werden. Zunächst Bündnis 90 Die Grünen, dann die Dissidenten SPD. Bündnis 90 Die Grünen, bitte schön, Frau Gaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir alle wissen, wir haben ein Finanzierungsloch bei der DVB. Und das ist eine wirkliche Gefahr. Das ist dramatisch, weil die Gefahr besteht, dass die DVB zusammengestrichen wird, so weit, bis wir sie nicht wiedererkennen. Das schließt zum Beispiel als Option die CDU in ihrem Antrag zur DVB nicht aus. Aber wir Grünen, wir schließen das absolut aus. Für uns ist die Qualität der DVB wirklich wichtig und die wollen wir erhalten. Deshalb, und der VVO schlägt jetzt vor, wir brauchen eine Tariferhöhung. Das ist die einzige Maßnahme, die sofort wirksam ist, um Schaden von der DVB und auch vom VVO abzuwenden. Die Auswirkungen der neuen Bundestagskoalition werden wir nicht sofort spüren. Wir Grünen wollen ein Signal an die DVB senden. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir akzeptieren, ihr braucht die Basisfinanzierung. Und deshalb werden wir einer moderaten Erhöhung zustimmen, bei gleichzeitiger Schonung der Abokunden. Zusätzlich schlagen wir in unserem Antrag vor, dass das Ticketangebot des VVO erweitert werden soll. Zum Beispiel ein Jobticket für kleine Betriebe oder ein höherer Arbeitgeberzuschuss, wie es in Berlin schon der Fall ist und sehr erfolgreich, oder Mieterticket oder Gästeticket. Das bringt dem VVO mehr Fahrgäste und mehr Einnahmen. Aber wir wissen alle, die nächste Fahrpreiserhöhung kommt im nächsten Herbst. Immer wieder, jedes Jahr, immer das Gleiche. Diese Preisspirale wollen wir Grünen durchbrechen. Mehr Fahrgelderhöhungen führen perspektivisch zu weniger Fahrgästen. Die Leute werden abspringen und außerdem stopft es nicht das Finanzierungsloch, das wir haben, von dem Jens Mattis vorhin gesprochen hat.
Was wir jetzt brauchen, ist eine politische Entscheidung. Das ist unsere Aufgabe. Wir als Stadträte müssen entscheiden. Wir haben diese Chance dazu jetzt. Was wir wollen und wozu wir den VVO beauftragt haben, das ist Ausbau und Investition, weil wir wollen, dass die Pendlerströme umgelenkt werden auf den öffentlichen Verkehr. Wir wollen weniger Staus, wir wollen Ruhe in den Wohnquartieren und kein Schleichverkehr. Wenn Sie das nächste Mal im Auto im Stau sitzen, dann überlegen Sie mal, warum rundherum die anderen auch alle im Auto sitzen. Was brauchen wir? Taktverdichtung. Beispiel Ottendorf-Ogrilla. Von Klotzsche aus ist man da in 15 Minuten. Super, klasse zum Pendeln. Aber wenn man den Zug verpasst hat, sitzt man eine Stunde und wartet. Total unattraktiv. Wir brauchen eine Taktfrequenz von locker 15 Minuten und zwar überall ins Umland. Reaktivierung von Bahnstrecken wird in Sachsen überall gefordert. Zum Beispiel von Dresden nach Kamenz könnte man weiterfahren nach Senftenberg oder von Dresden nach Nossen weiter nach Döbeln. Ein Gutachten des Freistaates Sachsen sagt, damit steigen die Betriebskosten und die Regionalisierungsmittel reichen nicht aus, um das zu finanzieren. Das ist das Finanzloch. Das sind dafür zwei Beispiele. Jährliche Preiserhöhungen und jährlich steigende Belastung alleine auf dem Rücken der Fahrgäste, das lehnen wir ab. Wir müssen endlich wieder verstehen, dass der öffentliche Verkehr Teil der Daseinsvorsorge ist. Es ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, weil wir alle profitieren davon, dass es einen guten öffentlichen Verkehr gibt. Deshalb sagen wir Grüne, die Finanzierung muss breiter verteilt werden, wie zum Beispiel in Wien die Dienstgeberabgabe oder in Frankreich die Nahverkehrsabgabe. Das bedeutet einfach, der Arbeitgeber zahlt pro Arbeitnehmer einen Beitrag an den öffentlichen Verkehr, wenn er einen guten öffentlichen Verkehrsanschluss hat, klar. Oder Bürgerticket oder Mobilitätspass oder andere Möglichkeiten. Diese Wege wollen wir mit unserem Antrag anstoßen. Dafür steht der Antrag. Wenn auch Sie wollen, dass es Planungssicherheit gibt durch eine stabile, dauerhafte Finanzierung des VVO. Wenn auch Sie wollen, dass das ohne steigende Belastung für die Fahrgäste geht, dass es ohne steigende Belastung für Dresden und die Landkreise ist. Wenn auch Sie wollen, dass DVB und VVO gestärkt in die Zukunft gehen, dann lassen Sie uns jetzt die Entscheidung treffen. Jetzt ist die Chance da für neue Finanzierungswege für unsere DVB und den VVO. Mit unserem Antrag können Sie daran einsteigen. Ich hoffe auf eine breite Zustimmung zum Antrag. Vielen Dank. Und jetzt stelle ich noch einen Antrag, und zwar punktweise Abstimmung beim Antrag der Dissidenten. Als nächstes wären die Dissidenten an der Reihe, ihren Antrag einzubringen. Bitte schön, Herr Dr. Schulte-Wissomme. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich werde jetzt erklären, warum es jetzt überhaupt keine gute Idee ist, eine Preiserhöhung bei der DVB und beim VVO zu machen. Es ist jetzt definitiv der falsche Zeitpunkt, weil jetzt gerade rein zufälliger Corona-Riesenpandemie ist. Ja, alle Menschen sind jetzt irgendwie entweder verzweifelt, in Wut oder haben Angst oder sind sonst irgendwie verängstigt, nervös. Und in so einer Situation erhöht man nicht die Preise, weil es setzt ja noch so einen negativen Stimulus obendrauf. Des Weiteren sollte man jetzt nicht die Preise erhöhen, gerade nicht auch für die DVB, weil die DVB, ich sage es immer so, wir haben die treuesten Kundinnen der Welt. Ja, hier die ganze Pandemie, 18 Monate, in vielen Städten 20, 25% Abos runter, in Dresden 3, 4, 5.
So. In Dresden hält man am Abo-Ticket fest, selbst wenn man im Homeoffice ist. Ja, selbst wenn die Kneipen zu sind, selbst wenn die Freizeitangebote nicht mehr so da sind. Dresden hat eine tolle Kundschaft, wenn man so will. Und die sollte man streicheln, umarmen und nicht irgendwie jetzt, genau wo Homeoffice wieder anfängt, mit einer Preiserhöhung eins ins Gesicht geben. Und drittens, wir haben den Koalitionsvertrag, der ist jetzt 25,5 Stunden alt. So, lassen wir den doch erstmal wirken. Was ist denn, wenn der nächste Rettungsschirm tatsächlich so wird, dass der Unterschied zwischen 2019 und den Fahrgasteinnahmen gezahlt wird? Ja? Wenn wir jetzt die Fahrgasteinnahmen erhöhen, so, ja, dann haben wir die negativen Folgen, aber nur der Beitrag vom Rettungsschirm wird weniger. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. So, und deswegen sollten wir die Preise jetzt nicht erhöhen. Wenn wir die Preise jetzt nicht erhöhen, dann können wir ja trotzdem was mit unserer Zeit tun. Wir sollten natürlich dann überlegen, wie wir dann nach der Pandemie wieder da rauskommen. Und deswegen ist in unserem Antrag, Punkt 1 ist nicht erhöhen, Punkt. So, Punkt 2 ist, es soll geprüft werden, ob die Sommermitnahme-Ferienaktion vom VVO nicht verstetigt werden kann, zumindest in 2022/23. Ich sagte ja, man müsste die Kundschaft, die muss man hegen, pflegen und man muss ihnen Angebote machen, man muss ihnen entgegenkommen. Und das ist genau so ein Ding. Ja, Sommerferien kommen, ich habe eine Dauerkarte, eine Abokarte. Ich nehme meine Liebste, meinen Liebsten, wir fahren irgendwie einmal durch den VVO und zurück. Das ist einfach schön, das kostet die VVO nicht viel. So, und das ist einfach so ein Zusatzmehrwert. Das möchten wir geprüft haben. Dann natürlich das Sozialticket. Ist eine Erfolgsgeschichte in Dresden. Ja, es ist eine Erfolgsgeschichte und es gibt mehr Menschen die Möglichkeit, sich mit bezahlbarem Preis an der Mobilität zu beteiligen. Das gilt aber nur für Dresden. So, wir möchten, dass mal eruiert wird, herausgefunden wird, was kostet es, welche Vor- und Nachteile hat es, wenn wir das auf das ganze VVO-Gebiet ausdehnen. Prüfauftrag kann man mal machen, denn wir sehen uns ja dann im nächsten Jahr wieder zu weiteren Verhandlungen. Und dann natürlich, das wurde schon angesprochen, das Land darf nicht aus seiner Verantwortung gelassen werden. Im Gegenteil, das Land muss endlich in seine Verantwortung rein. Wenn wir die Verkehrswende wollen, wenn wir tatsächlich die Verkehrswende nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Fläche haben wollen, dann muss natürlich der Bund und das Land muss dann die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und da ist natürlich schon ein Wort gefallen. VVO sollte sich also an die Landesregierung wenden und da mal wirklich pushen und sagen, Leute, denkt mal drüber nach, über das Thema Nahverkehrsabgabe oder andere weitere Säulen der Finanzierung des ÖPNV. Meine Damen und Herren, wer jetzt die Preise erhöht, jetzt, es ist gleich Dezember 2021, ja, die Corona-Zahlen schießen so nach oben und wir haben ja nichts Besseres zu tun, als bei all diesem ganzen Schlamassel, in dem wir sind, jetzt die Fahrpreise zu erhöhen. Also die sollen nicht erhöht werden. Und ich bin, die mich kennen, wissen das, ich bin der konstruktivste Mensch, wenn es darum geht, die mittelfristige und langfristige Finanzierung der DVB konstruktiv weiterzudenken. Und das bitte machen wir dann im nächsten Jahr. Herr Hilbert, meine 5 Minuten sind um. Ich danke Ihnen. Und als nächstes die SPD-Fraktion. In der Fraktionsrunde. Gut, dann starten wir mal mit der Fraktionsrunde. Und wie ich eingangs gesagt hatte, beginnt die FDP. Herr Blödner, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als FDP lehnen wir den Antrag zum Stopp der Fahrpreiserhöhung ab. Die geplante Erhöhung ist aus unserer Sicht in der Form und Höhe richtig und sollte auch entsprechend umgesetzt werden. Es ist eine moderate Erhöhung in der aktuellen Planung, die sich über die Zeit an der Inflationsrate orientiert. Also auch jeder Nutzer, ob Rentner, Student, Werktätiger oder wer auch immer, hat in der Regel dasselbe, in vielen Fällen deutlich höhere Einkommenssteigerungen in den letzten 2 Jahren erhalten.
Entsprechend wird auch niemand zusätzlich belastet. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Erhöhung ausgesetzt. Für die Finanzierung der DVB ist die Erhöhung essentiell. Bereits jetzt haben sich Millionenlöcher aufgetan. Und da ist ein Aussetzen einer Erhöhung noch gar nicht berücksichtigt. Denn die Erhöhungsschritte sind auch im Wirtschaftsplan schon bereits berücksichtigt. Dort wolkig von Bund und Land zu sprechen, während man ja parallel auch den Mehrbedarf für einen besseren Ausbau und die anderen Kostensteigerungen dort möglichst durch Zusatzgelder haben möchte, das irritiert und es sollte jedem klar sein, dass das nicht funktionieren wird. Genau das, was auch vielleicht vom Bund kommt, wir wollen ja noch mehr Ausbau, noch bessere Möglichkeiten, die brauchen wir genau an der Stelle. Und da können wir dann nicht sagen, nee, das machen wir lieber nicht und stattdessen nehmen wir das zum Ersatz fehlender Fahrpreiserhöhung. Wir hatten auch eine Expertenanhörung zur DVB. Da wurde von mehreren Experten bestätigt, dass die Höhe der Fahrpreise für die Nutzung, zumindest in dem Umfang, wie es hier geplant ist, keine Auswirkungen auf die Nutzung hat. Zusätzliche Kunden erreichen wir nicht durch preiswertere Fahrkarten, sondern durch ein besseres und schnelleres Angebot. Und zum Schluss sollten wir nicht vergessen, dass wir Teil eines Verkehrsverbunds mit den Umlandgemeinden sind. Man sollte da durchaus mal drüber nachdenken, dass man dort in Strategie und Umsetzung vielleicht Konsens schaffen sollte, was mit der ursprünglichen geplanten Erhöhung ja gemacht wurde. Wenn wir da als Stadt Dresden versuchen, unser eigenes Süppchen zu kochen und unabhängig da was anderes zu wollen, würde ich mir schon die Frage stellen, wie lange das noch als Verkehrsverbund funktionieren kann. Entsprechend bitten wir als FDP-Fraktion um Ablehnung des Antrages und auch um Ablehnung der Ersetzungs- und Änderungsanträge von Grünen und Dissidenten. Die Planungen sind gut, wie sie aktuell sind und die Diskussion mit den anderen VU-Gemeinden. Letzten Endes bestätigt der SPD-Antrag genau das. Das, was wir sowieso planen umzusetzen, sollte mit dem SPD-Antrag bestätigt werden. Es würde zwar jetzt genauso gut funktionieren, wenn wir gar nichts beschließen, aber neue Freundschaften müssen ja auch gepflegt werden. Entsprechend stimmen wir dem SPD-Ersetzungsantrag zu. Damit können wir die Fahrpreiserhöhung in dem moderaten Umfang wie geplant im Einvernehmen mit den anderen Umlandgemeinden umsetzen. Vielen Dank. So, wird Dissident nochmal das Wort gewünscht? Herr Schulte-Wissmann, nein. Dann Freie Wähler das Wort gewünscht. Herr Genschmar, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte es ganz kurz machen. Die Fraktion Freie Wähler wird dem Antrag der Linken ihre Zustimmung geben. Ganz einfache Begründung, wir sind da klar mit unserer Position. Wir haben uns vehement gegen die Parkplatzgebührenerhöhung in der Innenstadt, gerade in diesen Zeiten, dagegen verwehrt. Und aus diesem Grund werden wir auch jetzt in dieser Pandemiephase einer Preiserhöhung in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch unsere Zustimmung verwehren. Und aus dem Grund wird der Antrag der Linken unsere Zustimmung erhalten. Als nächste CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstaunlich, was sich hier für neue Allianzen und Freundschaften bilden. Lass das mal sacken. Also, fangen wir mal an. Erstmal ein Stück Richtung der grünen Freunde, nicht so laut lachen. Frau Kaspari hat vorhin auf unseren Antrag, den wir in der nächsten Sitzung behandeln werden, abgezielt und hat gesagt, wir hätten als Option im Blick eine Angebotsreduzierung. Wo haben Sie das her? In dem Antrag steht drin, dass wir uns auf die Expertenanhörung beziehen und dass das der Oberbürgermeister bedenken soll. Und Thema der Expertenanhörung war auch eine Angebotsreduzierung, nicht mehr und nicht weniger. Das muss man mir mal ganz deutlich klarstellen. Und jetzt mal zu den Anträgen. Der Antrag der linken Fraktion ist so nach dem Motto, lieber Gott, hilf uns, aber der gibt auch kein Bargeld. So einfach ist das. Es gibt null Deckungsvorschlag dafür und uns immer wieder das 365-Euro-Ticket vorzuhalten, ist, sage ich mal, wohl auch nicht zielführend. Denn in den letzten Jahren gab es massive Preiserhöhungen, nämlich bei den Bezugskosten,
Sie wissen selber, Kollege Mattes, zwischen 20% und 50% sind die Ausschreibungspreise höher gewesen von den Verkehrsunternehmen, die der VVO bekommen hat. Das heißt, man muss an diesem Thema was tun. Und Sie alle wollen noch viel, viel mehr und eine bessere DVB. Sie wollen Beschleunigung, Sie wollen Verbesserung und. Aber weder Sie noch die Grünen wollen dafür was zahlen. Die Dissidenten wollen dafür auch nichts zahlen. Wir vergessen ja alle, dass wir jetzt schon über 55 Millionen Euro reden, die aus dem städtischen Haushalt über den Umweg, über den Finanzausgleich mit den technischen Werken ankommen. Das ist alles Geld, was schon die Stadt Dresden, sage ich mal, ihren Bürgern gibt. Insoweit ist für uns der Antrag der Linken völlig indiskutabel, weil da fehlt jede Deckungsquelle. Und Bundes- und Landesmittel, darüber habe ich schon gesprochen. Bei den Dissidenten ist es ähnlich, das ist ebenfalls ein Ruf ins Nichts, was da immer kommen wird. Eine Treueaktion muss man sich leisten können. Schauen wir mal, was der VVO uns anbietet. Die Grünen müssen wie immer eine eigene grüne Bratwurst braten. Es muss wie immer sein, muss man mit einem eigenen Tarifkonstrukt kommen. Es geht nicht, dass man sich an das hält, was zwischen VVO, im VVO mit den Partnern abgesprochen wurde. Dem können wir nicht zustimmen. Die anderen Themen, sage ich, kann man machen. Aber sind auch, sage ich mal, Themen, wo man den Oberbürgermeister hier nicht binden muss. Die SPD hat nun einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, dass man die Minimalvariante heranzieht. Das ist eigentlich auch unsere Vorzugsvariante. Aber Linke, Grüne, SPD, Dissidenten und der Aufsichtsrat der DVB wünschen sich natürlich nicht nur 65 Millionen zukünftig, sondern 75, 80 Millionen, ein On-Demand-System und. Das muss alles finanziert werden. Und deswegen erwarten wir vom Oberbürgermeister einen Finanzierungsvorschlag mit unserem Antrag, der in der nächsten Sitzung behandelt wird. Und der Oberbürgermeister soll in seiner Entscheidung auch frei sein, wie er mit der Tarifgestaltung umgeht. Wir hätten, wie gesagt, gern die Minimalvariante, aber wir möchten den Oberbürgermeister nicht binden, denn wenn es heute keinen Beschluss gibt, ist der Oberbürgermeister frei zu entscheiden, wie er damit umgeht. Danke. Wird nochmal Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nein, dann AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Stadträte, sehr geehrte Bürger. Erstmal kurz Bezug auf Herrn Böhm, CDU. Ne? Also, wem wir die höheren Kosten bei allen möglichen Sachen zu verdanken haben, wissen wir die letzten 4 Jahre, wer da an der Tete war. Und das Nächste ist, Sie haben gesagt, der Aufsichtsrat der DVB wünscht sich, nee, nicht ganz, ne? Ein Teil des Aufsichtsrats wünscht sich das. Ja? Also grundsätzlich, wir werden auch keiner Erhöhung zustimmen. Das wissen wir bei dem Antrag der Linken, allerdings sind wir nicht bei der Begründung der Linken. Weil die Forderung einfach zu stellen, mehr Zuschüsse aus Bund- und Landesmitteln, ist ja einfach nur linke Tasche, rechte Tasche. Und wie war so schön der Spruch, das Geld wird ja niemandem weggenommen. Jetzt sagen Sie mir mal, wo Bundes- und Landesgeld herkommt. Wahrscheinlich aus Ungarn oder aus Rumänien, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich nicht vom deutschen Steuerzahler. Die Grünen haben einen schönen Ersetzungsantrag gemacht. Und was steht drinne? Externe Beratung in den Arbeitskreis. Erstens kostet Zeit, zweitens Geld und vielleicht kriegen wir wieder Leute von euch in die Beschäftigung gerückt. Es ist wieder eine Querfinanzierung, die Sprache. Man könnte sich ja auch mal anders besinnen. Dissidentenantrag klingt erstmal schön. Jetzt wollen die Dissidenten trotz der klammen Haushaltskasse noch einen Modalsplit auf dem Verbundraum. Geht es noch sozial gerechter? Ja? Den von der SPD brauchen wir gar nicht erst diskutieren, da ist einfach nur noch schnell was zusammengeschrieben. Deswegen, man kann andere Kostendämpfungsmaßnahmen ins Auge fassen. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie sind im VVO oder Sie sind noch nicht mal im VVO, Sie wohnen einfach irgendwo bei Freiberg in Burgertsdorf. Wissen Sie, was Sie dort haben? Da können Sie jeden Tag einen Zugfahrt bezahlen nach Dresden ohne Verbundraumticket. Ja? Da stehen Sie da, müssen noch mit dem Auto zum Zug fahren. Und müssen dann hier noch eine Monatskarte kaufen, weil sie vielleicht oben Richtung Melzerei oder irgendwo arbeiten. Ja? Haben Sie gar nicht darüber gedacht, dass viele Leute einpendeln.
Die Einpendler müssen sie eigentlich abgreifen. Darauf kommen sie gar nicht auf die Idee. Wir tun uns einfach mit anderen Sachen beschäftigen. Wir spielen Dekadenz pur. Modalsplit. On-Demand-Systeme. Fahrräder kostenlos. Vielleicht sollte man sich auch auf was konzentrieren und nämlich auf die Hauptaufgabe, den arbeitenden Bürger und die Schüler und Schülerinnen zu ihren Orten zu bringen und wieder abzuholen und nicht irgendwie irgendwelche zu bespielen. Oder sagen Sie mir jetzt mal, Sie wohnen in Radeburg, das ist im HVO. Jetzt sagen Sie mir mal, wie Sie Sonnabend nach Dresden zum Feiern kommen und Sonntag früh um eins wieder nach Hause kommen. Da werden Sie relativ schön dastehen und sagen sich, schön, dass wir eine tolle Umlage bezahlen, ein umlagefinanziertes System haben und die Dresdner spielen Dekadenz hoch drei. Man muss mal überlegen, wo das Geld herkommt, wem das Geld zugutekommen soll und wie man das Geld einsetzt. Also wir stimmen dem Antrag der Linken zu. Keine Erhöhung, wie es auch in unserem Wahlprogramm steht. Dazu stehen wir auch, aber die Begründung teilen wir nicht. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Herr Engel für die SPD. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der Dresdner Nahverkehr ist eine Erfolgsgeschichte. Bestnoten in der Kundenbewertung, Fahrgastzuwächse, zumindest bis zum Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020, eine extrem hohe Marktdurchdringung, alles Sachen, die der DVB immer wieder bescheinigt werden. Und warum klappt das in Dresden so gut? Weil die DVB ein sehr gutes Angebot auf die Schiene bringen und auch auf die Straßen, weil wir ein Angebot haben, was mit im Faktor Abfahrten zu Einwohnerinnen und Einwohnern in Deutschland fast seinesgleichen sucht, weil das Stadtgebiet recht gut erschließen und weil wir tatsächlich auch eine sehr treue Stammkundschaft haben, die dem ÖPNV auch in schwierigen Zeiten treu bleibt. Und ja, all das ist gelungen, trotz einiger Fahrpreiserhöhungen, die es auch in den letzten 10 bis 15 Jahren gab. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch mal erwähnen. Es ist nun so, dass die letzte Fahrpreiserhöhung im VVO im Jahr 2020 stattfand, und jetzt für das Jahr 2022 eine weitere geplant ist. Im Zuge der Minimalvariante sprechen wir da über 2,2%, die Abo-Monatskarte-Zone Dresden teurer wird. Nur um mal klar zu machen, über welche Relation wir heute hier wirklich auch sprechen. Wie kommt diese Erhöhung zustande? Der VVO verwendet seit einigen Jahren einen sogenannten VVO-Warenkorb-Index. Das ist jetzt nicht graue Magie, sondern das bemisst sich an ganz konkreten Faktoren, die da zusammengerechnet werden. Personalkosten, Materialkosten, Energiekosten, Kapitalkosten. Die fließen da zusammen und da entsteht ein gewisses Ergebnis. Und das steht tatsächlich auch wieder in dieser Minimalvariante drin und die wir als SPD-Fraktion tatsächlich an dieser Stelle auch unterstützen. Die Maximalvariante, die auch im Raum stand, ist für uns nicht diskutabel, das ist klar, weil wir damit tatsächlich einen Schockeffekt auch erreichen würden, der, glaube ich, auch sehr nachhaltige Schäden produzieren würde, aber wir halten tatsächlich diese Minimalvariante durchaus für gangbar. Man macht sich damit vielleicht nicht beliebt, aber ich glaube, es ist ehrlich, weil ich glaube, alle Beteiligten, die jetzt hier sagen, ja, wir verzichten auf diese Erhöhung, die müssen am Ende auch mal beantworten, woher man die 3,7 bis 5,4 Millionen Euro pro Jahr im VVO, die man damit nicht einnimmt, wo die herkommen sollen. Ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt die einzige Lücke wäre in dieser Diskussion, die wir hier immer im Stadtrat führen. Wir haben 55 Millionen Euro TWD, die uns geliefert werden können und 65 bzw. 75 Millionen, die man eigentlich bräuchte. Da sind regelmäßige Tariferhöhungen ja schon mit eingepreist. Sprich, man erhöht die oder macht die Lücke noch größer, wenn man da tatsächlich nicht zumindest in einem maßvollen Umfang auch Anpassungen vornimmt. Die DVB leben ganz maßgeblich von ihrer Stammkundschaft. Herr Martin Schulte-Wissermann hat es erwähnt, 95% konnten wir halten, in anderen Städten 15 bis 25% Verlust. Aus Sicht unserer Fraktion gibt es noch Potenziale, tatsächlich diese Stammkundschaft noch zu erweitern. Wir sehen da vor allem auch Möglichkeiten im Freizeitverkehr. Das hatte ich auch in den entsprechenden Gremiensitzungen auch schon deutlich gemacht. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn der Oberbürgermeister nochmal mit den anderen Verbandsmitgliedern eine Verstetigung der Sommeraktion oder zum Beispiel erweiterte Möglichkeiten an Wochenenden auch bespricht und schaut, ob man da vielleicht zu einer weiteren Variante im Tarifsystem auch kommt. Das fänden wir zumindest sehr, sehr gut.
Und das ist im Kern auch unser Ersetzungsantrag. Ich möchte allerdings auch noch mal kurz auf Herrn Mattes eingehen. Ja, Sie klammern sich so ein bisschen jetzt an die Regionalisierungsmittel. Ich möchte aber darauf hinweisen, wofür die Regionalisierungsmittel gedacht sind. In § 6 Regionalisierungsgesetz ist festgeschrieben, dass sie in erster Linie für den Schienenpersonennahverkehr, sprich für die S-Bahn, die Regionalbahn, die Regionalexpresse zu verwenden sind. Und solange man daran nichts grundlegend ändert, wird dieser Weg nicht funktionieren. Ich hätte mir da auch substanziell mehr gewünscht im Koalitionsvertrag, aber ich sehe es aktuell nicht wirklich. Ich würde zum Abschluss auch noch um punktweise Abstimmung des Grünen-Antrags bitten. Die verschiedenen, glaube ich, 3 Punkte sind es ja in Summe, damit wir uns da auch entsprechend verhalten können. Würde mich freuen, wenn der Stadtrat heute hier eine verantwortungsvolle Entscheidung trifft, die nicht in die Richtung geht, den Dresdner ÖPNV zu gefährden, die auch nicht in die Richtung geht, jetzt mal so einem schnellen Impuls zu folgen, der vielleicht öffentlich beliebt ist, sondern vielleicht einem Impuls zu folgen, der uns auch in der weiteren Diskussion wirklich die Möglichkeit dann noch offen lässt, den Angebotsausbau, den ja sehr viele hier im Raum offenkundig wollen, tatsächlich auch zu finanzieren. Das sollten wir als Stadtrat im Blick behalten. Vielen Dank. Ich muss noch mal kurz nachfragen, was wollen Sie punktweise abstimmen? Das ist insoweit kompliziert, weil das alles Ersetzungsanträge sind. Ja. Okay, insoweit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und wir kommen zur weiteren Wortmeldung. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich will es nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil eigentlich ist es eine ganz einfache finanzpolitische Erwägung. Der Kollege Schulte-Bissermann hat es schon gesagt. Wir haben die Einnahmeausfälle 2020/21 vom Bund ersetzt bekommen. Jetzt steht im Koalitionsvertrag drin, dass die neue Bundesregierung auch die Einnahmeausfälle 2022 ersetzen möchte. So, das ist eine Willenserklärung, da kann man natürlich zu Recht sagen, keiner weiß, ob es kommt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Druck so hoch ist bundesweit, dass die Mittel kommen werden. So, und dann ist die Frage, was ist denn das Basisjahr, aufgrund deren die Einnahmeausfälle berechnet werden? So, bisher war das letzte Vor-Corona-Jahr 2019. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum auch jetzt bei der neuen Auffüllrunde fürs Jahr 2022 für die Einnahmeausfälle auch nicht das Jahr 2019 genommen werden sollte. Das wäre ja total unlogisch, wenn man dann schon ein Corona-Pandemie-Jahr nimmt. Das heißt auf Deutsch, und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir das nicht so laut sagen, aber es muss offensichtlich hier in dieser Runde nochmal klarer gemacht werden, weil es offensichtlich viele nicht verstehen. Wenn wir jetzt eine Preiserhöhung machen und damit die Einnahmen der VVO oder der DVB verbessern, dann mindert das unmittelbar die Gelder, die wir vom Bund als Ausgleich für Fahreinnahmenausfälle zu erwarten haben. Also wir brauchen ja gar keine Verkehrspolitik machen, sondern es ist eine ganz einfache, ich gebe zu, etwas schlitzohrige finanzpolitische Erwägung. Allein das sollte uns davon abhalten, jetzt dieser Erhöhung zuzustimmen. Zum Zweiten, weil hier ja auch immer wieder von der Rede 75% Deckungsgrad die Rede war. Ja, das ist aus Sicht der Verkehrsunternehmen ein wichtiger Punkt, dass dort dieser Deckungsgrad hoch ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass er kaum anderswo in Deutschland so hoch ist wie in Sachsen und wie in Dresden. Er war sogar teilweise schon mal bei 80%. Wir haben es bei der Anhörung gehört, jetzt ist er bei gut 75%. So. Wann, wenn nicht jetzt in dieser fundamentalen Krise, müssen wir von diesem Mantra, von diesem, sag ich mal, ja, das ist vorangetragen wie eine Monstranz des Deckungsgrades abweichen. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und das Dritte, der Herr Böhm hat darauf zu Recht hingewiesen, wir brauchen von den 55 Millionen, was der Deckel der TWD ist, an Zuweisungen, bis 75, und du hast auch zu Recht gesagt, eigentlich 80, Millionen, also 20 bis 25 Millionen Euro mehr pro Jahr, sage ich mal ab 24, 25 fortfolgende. Die brauchen wir dringend. Und deswegen müssen wir uns dringend über eine dritte Finanzierungssäule unterhalten. Andersrum ist aber auch richtig.
diese Fahrpreiserhöhung, egal wie hoch sie jetzt kommt oder nicht, wird nie in der Lage sein, diese 20 bis 25 Millionen zu erwirtschaften. Das heißt, wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule. Und ich sage ganz offen, bei den Parkgebühren, vor allem in der Innenstadt, in der Landeshauptstadt Dresden, ist da noch viel, viel, viel Spielraum. Ich sage einfach mal, bevor Sie sich aufregen, 3 Euro in der Stadt Leipzig, bei uns 2,70. Da ist noch viel Luft. Da ist noch sehr viel Luft. Und dann habe ich mich ja auch ein bisschen gewundert, dass meine frühere Lieblingsfraktion, die grüne Fraktion, jetzt tatsächlich dort einen Satz aufgeschrieben hat, der, sage ich mal, auf das Richtige zielt, aber so nebulös formuliert ist, dass man es kaum verstehen kann, nämlich mit dieser Nutzerfinanzierung. Damit ist gemeint, diese Nahverkehrsmodelle, Nahverkehrsabgabemodelle oder City-Maut, oder da gibt es ganz viele Bezeichnungen dafür und es gibt auch ganz viele Varianten dafür. Und ich sage auch, ja, es ist richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber, liebe Grüne, und eigentlich solltet ihr das wissen, dazu muss der Sächsische Landtag und die Sächsische Staatsregierung erstmal das Gesetz ändern und dort Möglichkeiten schaffen. Und ich fand es schon mutig, dass das jetzt von der grünen Fraktion hier gefordert wird. Der VVO soll etwas klären, was die grüne Fraktion im Sächsischen Landtag nicht klärt und auch gar nicht auf ihre Fahnen geschrieben hat, soviel ich weiß. Jedenfalls steht es nicht im Koalitionsvertrag. Also, diese Debatte ist zu führen. Aus meiner Sicht müssen wir dringend uns darüber verständigen, wie diese 20, 25 Millionen Euro dauerhaft kommen als dritte Finanzierungssäule. Aus unserer Sicht müssen es erstmal die Parkgebühren sein, weil ich fürchte, dass das, was Baden-Württemberg macht, grün-schwarz regiert, die führen das nämlich jetzt gerade ein. Es gibt in Baden-Württemberg eine breite Debatte dazu. Ja, wie und wo und was und wer soll und soll das Umland oder nur die Stadt und wer soll. Gibt es eine breite Debatte, da gibt es ganz viele Varianten. Aber immerhin werden diese Debatten jetzt dort geführt. Und wenn man tatsächlich dieses Thema Nahverkehrsabgabe ernst nimmt, dann erwarte ich auch, dass die dafür politisch Verantwortlichen und Zuständigen im Sächsischen Landtag und die sie tragenden Parteien, das gilt übrigens auch, lieber Stefan, für die Sozialdemokratie, dort dann auch die entsprechenden Initiativen ergreifen, erkennbar ergreifen und sich nicht hier, jetzt wo es praktisch der Gürtel eng ist und zwickt, bei der Fahrpreiserhöhung sich auf dieses Nebengleis irgendwie begeben, um zu verschleiern, dass auch die grüne Fraktion diese Fahrpreiserhöhung mitträgt. Danke. Weitere Wortmeldungen? Dann das Schlusswort, Herr Mattes. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich fange mal mit der Frage an, die hier aufgeworfen wurde, wie gehen wir mit den Partnern im Verbund um? Also mal ganz ehrlich, wer eine Weile dort unterwegs ist, der weiß das. Die gucken jetzt alle auf Dresden. Sozusagen, die haben eine sehr große Neigung, die Landkreise, sich bei dem, was sie da tun, bei den Fahrpreisen und so weiter, natürlich an dem zu orientieren, was wir hier in Dresden tun. Wer da länger dabei ist, der weiß das. Es gibt da keinen Automatismus. Aber es ist, glaube ich, ganz wesentlich, was wir als Stadtrat sagen, für das, was dann auch anderswo gesagt wird und was die Verbandsräte sagen. Übrigens, Herr Böhm, es kann auch nicht der Oberbürgermeister dann allein entscheiden, sondern es müssten sich die Verbandsräte verständigen. Ich glaube, da haben Sie auch ein bisschen falsche Vorstellung zu der Verfahrensweise im VVO. Aber dann zu was anderem, also zu der Finanzierung, die hat ja nur auch Herr Böhm aufgeworfen. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, die Finanzierung des ÖPNV beruht gegenwärtig auf zwei Säulen. Fahrpreise, das, was die Nutzer zahlen und das, was da aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt wird. Ich hatte vor uns das Verhältnis dargestellt, 75% Fahrpreise, 25% nur aus allgemeinen Steuermitteln. Das ist zu wenig. Das muss sich in eine andere Richtung entwickeln. Ob wir bei 100% rauskommen, wie es dann der kostenfreie ÖPNV ist, das sei dahingestellt.
Aber mindestens wieder bei 50-50 müssten wir landen, um zu einem ausgewogenen Verhältnis und zum attraktiven ÖPNV zu kommen. Und das ist, muss die Richtung sein. Und es gibt jetzt weitere Modelle, also sozusagen, dass es dann alle Bürger über eine besondere Abgabe bezahlen oder eben das, was jetzt auch anderer Seite, also von Dissidenten nochmal vorgeschlagen worden ist. Nur das sind im Moment alles Vorstellungen, für die es im Moment noch keine gesetzliche Grundlage gibt. Im Moment haben wir die gesetzliche Grundlage für diese beiden Finanzierungssäulen und deshalb sozusagen appelliere ich daran, schauen wir bitte auch auf die Mittel der Allgemeinsteuereinnahmen. Das müssen wir sowieso tun, wenn wir dann über den Zuschuss der Stadt reden. Aber jetzt müssen wir wirklich schauen, und ich habe ja nie gesagt, wir sollen ins Blaue hinein was beschließen, sondern unser Vorschlag ist konkret, jetzt keine Fahrpreise zu erhöhen, bevor wir wissen, was da an Bundesmitteln kommt. Bevor wir das wissen. Und die beiden Sätze aus dem Koalitionsvertrag sind vorgelesen worden. Es kommen 2022 Mittel, sowohl zum Corona-Ausgleich als auch zur Regionalisierungsmittel. Und dass es ganz so einfach wird, wie sich Salisti vorgestellt hat oder Herr Schulte-Wissermann, das fürchte ich, wird es nicht sein, dass es ganz so ein einfaches Modell ist. Aber ich weiß es natürlich auch nicht, so, dass man ganz einfach sagen könnte, alles, was wir jetzt erhöhen, das wird uns nachher dann von den Zuschüssen wieder abgezogen. Dann hätte man natürlich wirklich völlig in die Dings gegriffen. Deshalb denke ich, ist es vernünftig, erstmal abzuwarten, was da kommt von Bund und dann über diese Dinge zu reden und jetzt nicht vorab, jetzt hier schon in dieser Situation, die Fahrpreise zu erhöhen. Und mit Verlaub, das wollte ich dann noch zu Herrn Blödner sagen, also wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass die gegenwärtige Inflation dem Umstand geschuldet ist, dass die Leute im letzten 2 Jahren so dolle viel mehr verdient haben, und jetzt gar nicht wissen, wohin mit dem Geld und darauf warten, dass die Fahrpreise erhöht werden, dann scheint mir das eine unrealistische Annahme zu sein. Vielleicht verständigen Sie sich mal innerhalb der FDP-Fraktion mit Ihrem Kollegen Zastrow, der hier schon in vielen eindrücklichen Reden dargestellt hat, wie bestimmte Bevölkerungsgruppen unter der Pandemie gelitten haben. Und zwar sehr zu Recht. Also ich bin sehr überrascht, wenn plötzlich der FDP hier feststellt, dass es offensichtlich den Leuten jetzt allesamt so gut geht, dass sie locker jetzt mal eine Fahrpreiserhöhung bezahlen könnten, die der gegenwärtigen besonderen Inflation, die wir auch erleben bei den Strompreisen, die wir erleben bei vielen anderen Gebühren, und die natürlich die Leute insgesamt belastet. Also wer denkt, dass das einfach so durch Einkommenszuwächse ausgeglichen wird, der liegt nach meiner Überzeugung falsch. Ich möchte noch was zu den Änderungsanträgen sagen. Ich bitte darum, alle Änderungsanträge punktweise abzustimmen. Ich sage dazu, bei SPD und Grünen werden wir den Punkten nicht zustimmen, die eine Zustimmung zu der Minimalvariante der Fahrpreiserhöhung beinhalten. Die stimmen wir dezidiert nicht zu. Allen anderen Punkten, die etwas Zusätzliches enthalten und den Punkten, wie es beim Dissidentenantrag ist, den können wir natürlich zustimmen. Die sind an und für sich vernünftig und das werden wir dann auch tun. Danke. So, das war das Schlusswort und nochmal, um eines richtig zu stellen für die Verwaltung, Herr Kühn. Vielleicht nochmal eine Erläuterung, wie der Rettungsschirm, den es ja 2020 gegeben hat, den es auch 2021 geben wird und der ja für 2022 von der neuen Regierung im Koalitionsvertrag angekündigt wird. Der Rettungsschirm wächst mit dem Tarif. Also es ist nicht so, dass wenn eine Tariferhöhung beschlossen wird, sozusagen automatisch die Mittel aus dem Rettungsschirm dagegen gerechnet werden oder abschmelzen. Der Rettungsschirm funktioniert so, dass geguckt wurde, wie viele Fahrgäste bzw. Fahrausweise gab es 2019 und wie viele gibt es sozusagen aktuell pandemiebedingt. Was sind die aktuellen Fahrgastzahlen zum aktuellen Tarif? Also dieser Mechanismus, es gäbe eine Fahrpreisanpassung und das würde sich dann auf die
entsprechenden Auszahlung des Rettungsschirms Auswirkungen, die sind so nicht. So, dann zum Abstimmungsverfahren. Das ist nicht ganz einfach, weil es im Prinzip drei Ersetzungsanträge da ist und dann noch punktweise beantragt. Ich würde Ihnen wie folgt vorschlagen, dass wir uns zunächst mal mit dem Grundtenor beschäftigen. Was ist jetzt im Sinne der Fahrpreise gewünscht? Und da gilt, wenn man über Ersetzungsanträge abstimmt, immer, wo ist die größte Abweichung zum Originalantrag? Daher würde ich starten mit der Abstimmung über Punkt 1, Ersetzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Bekommt er keine Mehrheit, würde ich den Punkt 1 der SPD zur Abstimmung stellen. Und ich meine im Prinzip, der Punkt 1 Dissidenten ist identisch mit dem Originalantrag. Wenn Sie ihn abgestimmt haben wollen, würde ich ihn nur abstimmen. Und danach würde ich in dem zweiten Komplex dann die sonstigen Punkte, die an den Anträgen hinten drankommen, einzeln abstimmen, so wie es beantragt worden ist. Und ich hoffe, dass es in Kombination dann auch funktioniert, was dann am Ende abgestimmt wird. Ist nicht ganz untricky, aber ich hoffe, Sie überblicken es selber sauber, damit wir am Ende zu einem vernünftig ersetzten oder auch nicht ersetzten Antrag kommen. Soweit klar? Dann stimme ich als den Ersetzung Punkt 1 Bündnis 90 Grünen an, die sagen, vorgeschlagene Minimalvariante, aber einige Änderungen vornehmen, vorschlagen für Familien- und Fahrradkarte. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die Mehrheit, wäre damit, hätte keine Mehrheit gefunden. Jetzt kommen wir zu dem in Punkt 1 ersetzend, nämlich dass die Minimalvariante, um das mal kurz zu machen, zugestimmt werden soll aus dem Antrag SPD. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Angekannt. 23 Ja, 45 Nein, keine Enthaltung, damit auch abgelehnt. Dann würde ich den Ursprungsantrag zunächst abstimmen, wohl wissend, dass wir dann noch hintendran weitere ersetzende Punkte gegebenenfalls addieren können oder auch nicht. Ein bisschen jetzt kompliziert, aber ein anderes sinnfälliges Verfahren fällt mir nicht ein, um jetzt ein bisschen abzuschichten. Was will der Rat überhaupt? Also, wer dem Originalantrag, was ist erstmal das Thema Tarif, mehr hat er ja nie, aber mehr der Tarifbindung oder der Bindung, der Stimmbindung für eine Ablehnung der Tarifanpassung zustimmen möchte, so wie von den Linken beantragt, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Um 31 Ja stimmt, 37 Nein stimmt, keine Enthaltung, damit auch abgelehnt.
So, und jetzt kommen wir zu den ganzen sonstigen Ersätzen. Ich würde sie einfach mal der Reihenfolge nach durchgehen. Wir haben den Punkt 2 des grünen Antrags überschrieben mit Erweiterung des Tarifsystems. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Hier stimmt was nicht. Also, nochmal von vorne. Wer für den Punkt 2 Erweiterung des Tarifsystems aus dem Ersetzungsantrag Bündnis 90 die Grünen sind, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, 37 Nein, 2 Enthaltungen, damit abgelehnt. Dann gibt es da noch einen dritten Punkt, neue Finanzierungswege. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, 37 Nein, 4 Enthaltungen, auch abgelehnt. Dann kommen wir zu dem Punkt 2 des SPD-Antrages. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. 38 Ja, 35 Nein, 5 Enthaltungen, damit auch abgelehnt. Dann haben wir aus dem Dissidentenantrag noch drei Punkte. Also erstmal der Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 31 Ja, 35 Nein, 1 Enthaltung, damit auch abgelehnt. Wir kommen zu dem dritten Punkt aus Dissidentenantrag. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 32 Ja, 35 Nein, keine Enthaltung, wäre so abgelehnt. Und wir kommen zu dem Punkt 4, wo wir uns bei der Staatsregierung einsetzen sollen. Wer diesem Punkt zustimmt, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 32 Ja, 35 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das auch abgelehnt und damit wäre im Prinzip in diesem Tagesordnungspunkt alles abgelehnt. Obergeist, ich möchte eine kurze persönliche Erklärung abgeben. In meinem letzten Redebeitrag habe ich etwas Falsches gesagt. Das tut mir leid. So wie es der Bürgermeister Kühn dargestellt hat, ist es richtig. Mir war dieser Zusammenhang so nicht klar. Tut mir leid. Angenommen. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 8